Ja, also die waren uns schon körperlich überlegen und haben dadurch auch mehr Rebounds bekommen. Und ja, im Allgemeinen waren die kräftiger als wir und es sind halt auch ungewohnte Kontakte gewesen, die wir jetzt von der Heimat halt nicht so kennen. Und ja, manche Spieler hatten halt nicht so ihren besten Tag und haben dadurch auch nicht alle getroffen, aber ein paar. Ja, ich glaube, dass wir auch gestern schon in dem zweiten Spiel, dass sich das für uns zeigt, auch dass es sehr wertvoll ist, diese Spiele, diese internationale Wettkampferfahrung zu bekommen. Wir haben auch sehen müssen jetzt in dem Spiel, dass wir offensiv viel daran arbeiten müssen, Lösungen zu finden gegen bestimmte Verteidigungen. Das war jetzt, die Gastgeber haben das sehr gut gemacht, wenn wir penetrieren wollten, den Raum sehr eng zu machen. Diese Lösung dagegen haben uns gefehlt. Und denke ich, was, glaube ich, wo hoffentlich unsere Jungs auch mitnehmen, das, Erfahrung daraus mitnehmen. 1-1-Verteidigung muss auf hohem Niveau besser sein. Wir sind einfach zu leicht immer geschlagen worden am Ball, dann kamen unsere Hilfen zu spät. Ich denke, der Sieg geht in Ordnung, aber es wird uns im Endeffekt muss es uns helfen, einfach viele Erkenntnisse mitzunehmen, an denen wir dann auch entsprechend arbeiten. Myślę, że przeciwna drużyna grała bardzo dobrze, lecz nasz atak i nasza obrona ich pokonała. Pojedyncze błędy w ataku, lecz naprawdę graliśmy świetnie i myślę, że no, ten mecz był od początku do wygrania. No, drużyna z jednej postawiła ciężkie warunki, aczkolwiek już kolejny mecz pokazujemy, że gramy na dużej intensywności w obronie, przez co gra się łatwiej w ataku i bardzo dużo punktów zdobyliśmy z transmisji ofensywnej. Kilka błędów ataku, aczkolwiek wynik pozytywny. Dziś wieczorem czeka nas kolejny mecz, ciężka bitwa z Bratysławą, także nabieramy doświadczenia i liczymy na pozytywny wynik wieczorem. Dziękuję.